Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Oh Gott. Warum ist denn hier so Musik so um einiges finsterer? Oh Gott, sind wir jetzt wirklich hier gleich in einem Jiga-Basis? Oh Gott, das wäre jetzt wirklich Katastrophe. Erstmal Gebiet aufmachen. Wurzel ist nicht, ja, okay. Aber ich weiß aber auch nicht mehr, wo genau das war. Also es gab irgendwo einen Bereich, wo du halt irgendwas Krasses bekommen hast. Aber es kann sein, dass es hier war. Es kann aber auch sein, dass es hier war. Aber laut Karte hast du auf jeden Fall wieder relativ wenig Spots, die ein Eyecatcher sind, gerade. Ne, also da ist gerade mehr einfach nur, also nichts irgendwie Berauschendes, sondern hier hast du halt nur so ein Ding zum Bauen. Und da sind ja wieder die gestörten Zugänge hier. Aber ich würde einfach mal sagen, wir gehen, versuchen uns mal hier so ein bisschen. Weil ich meine, dass dort irgendwas Interessantes gewesen sein soll. Schaden kann es ja eh nicht. So, das ist ja eh wieder ein schmutziger Jäger. Das Licht scheint tatsächlich reinigende Kräfte zu besitzen. Genau wie die Gerüchte besagen. Hilft es gegen das vom Miasma hervorgerufene Krankheit? Es heilt? Ganz genau. Der leuchtende Mittelteil des Baums soll eine heilige Kraft besitzen, die Miasma-Krankheiten heilen kann. Aber das Licht war zu schwach. Ich konnte den Effekt nicht bestätigen. Bis jetzt. Denn ich habe genau gesehen, wie du den Baum hast aufleuchten lassen. Das warst doch du, Link, nicht wahr? So etwas würde doch gut zum Erzfeind der Jägerbande passen, natürlich. Ebenso wie die Tatsache auf meine Verkleidung hereinfallen. Jetzt stirbst du! Ach, diese Jäger, ne? Wird auch immer lästiger, die Typen. Richtiges Gesindel. Oh, Waffe wechseln. Wo haben wir den? Der ist es, ne? Genau. Einfach one-shotted. Ah, die Jäger kann man ganz gut tricksen, aber alles andere ist halt ein bisschen schwach, ne? Der Pflanze haben wir nichts. Der Vorteil ist halt, dass du im Untergrund keine Crocs hast, ja? Das ist so das Einzige, was halbwegs nice ist. Dass du halt hier wirklich keine Crocs hast, die dann ins Bein pissen können. Aber naja. Eine Reiselanze. Können wir die nehmen? Nee, können wir nicht. Ja, gut, ne? Wir haben eine Soldatenlanze, aber die ist halt immer noch besser. Was haben wir hier? Ah, Reiseschwert nur. Sie müssen mal was Gutes dabei da lassen, Mensch. So. Noch hier ein Foto davon. Okay, wo schlagen wir uns als nächstes durch? Sag, ich habe immer noch die Vermutung, dass es hier irgendwo war, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Oder war es hier unten? Ich weiß es nicht. So, was wir auf jeden Fall machen werden, ist
Oh, was haben wir denn da hinten? Ein Gigma. Oh Gott. Der will mich doch wegboxen, Alter. Der will mir ja so. Alles wird er mir. Oh Gott, ich glaube, er hat mich gesehen. Was ist das denn für eine Ausgeburt? Da hinten könnte sogar die Stelle sein, die ich meinte. Ja, das sieht sehr gut aus. Oh, natürlich. Oh Gott. Geh bloß weg von mir, Vieh. Du Bestie. Ah, doch, da müsste es sein. Sehr cool. Oh, das ist auch ein. Ist der weit weg? Ein Stück. Ein Stück ist er weg. Mal ein bisschen tricksen. Nee, Jungs, bitte. Oh Gott. Okay, so. Ciao. Geh bloß weg von mir. Okay, aber dass zwei Wurzeln direkt nebeneinander sind. Und eigentlich sind sie ja mal ein Indikator dafür, dass hier irgendwo ein Schrein ist, ne? Okay. Nochmal. Mach mal Licht. Okay, hier haben wir auf jeden Fall auch wieder ein paar Bereiche. Ich meine, das ist das hier. Gott, hier haben wir auch irgendwas. Aber das wird wahrscheinlich irgendwas anderes sein. Das ist wahrscheinlich wieder ein Monsterbau. Aber das sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Das kann man sich auch mal anschauen. Einfach nur aus Jux. Ja, wobei, der Spaß ist da oben, ne? Oder? Ja, wobei, irgendwas muss ja hier sein. Das ist ja so ein. Als ob es irgendwie eingegraben wäre. Haben wir übrigens auch. Warte mal. Vielleicht kann ich den mal kurz gucken, ob ich den so nachstellen kann, wie ich es gesehen habe. Oh, warte mal. Huch. Dann wollen wir den Spaß. Der wurde hier nur. Aufgelegt. Jetzt muss ich überlegen. War der so rum? Ich glaub, der war so rum, ne? Dann kannst du es einfach. Sag mal. Krieg ich's nochmal richtig gedreht? So.
So will ich es haben. Und dann hast du... den Spaß, der quasi... so ran? Nee, warte mal. So ran muss, oder? Und dann hast du eigentlich so ein fancy Hoverboard, mit dem du hier fett rumhovern kannst. Jetzt mal testen. Ja, läuft schon mal sehr gut. Wir haben es episch einfach in die falsche Richtung gebaut. Chillig. Okay, also muss es genau in die andere Richtung. Ich verstehe. Bringt uns halt nichts, weil wir können ja damit noch nichts anfangen. So, warte mal, was heißt, der muss genau in die andere Richtung. Aber mit dem Ding werden wir noch nicht fahren können, weil das ist halt... ne? Es hat einen Spritverbrauch, das ist hier utopisch. Okay, also doch so. Nee, falsch. Jetzt versuchen gerade wieder richtig zu drehen. Nein. Oh Gott, Hilfe. So. Ich meine eigentlich jetzt einfach ganz stumpf. Dann so. Oder bin ich jetzt doof? Eigentlich müsste jetzt so richtig sein. Ja, und ich bin doof. Wie hatten wir das denn jetzt vorhin? Ach nee, warte mal. Hat da gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, brauche ich wieder. Baukasten baue ich hier wieder. Obwohl es mir gar nichts bringt. Na. So, pass auf. Gegen das Ding soll es ja nicht kommen. Das ist ja komplett Schwachsinn. Also, quasi, so ist Schwachsinn. Aber nee, so ist richtig. So muss er, glaube ich, sein. Genau, jetzt hält das Ding auf. Jetzt können wir einfach in dem Winkel auch arbeiten. Das anbinden? Wobei, ich weiß gar nicht, ob die so zentral, ob die quasi mittig sein muss. Oder ob das am Rand sein muss. Ich versuch's einfach mal so, oder? Kann ich schauen, vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Okay, weil wir verlieren, kriegen halt keinen Höhenaufschwung. Ja, vielleicht ist doch nicht so ganz richtig. Ja, haben wir überhaupt auch die 45 Grad eingehalten? Ja, doch, müssen. Doch, müssen wir eigentlich. Eigentlich müssen das schon 45 Grad sein.
Ja, das ist vielleicht nicht so richtig. Oh Mann, ey. Ich hab Art Attack Making, ja. Stimmt, den brauchst du ja auch nicht mehr drehen. Ist ja Schwachsinn, wir haben ja quasi die 45 Grad. Aber jetzt hängt das halt wieder da an. Irgendwas, war mal irgendwas falsch? Weil eigentlich hast du ja den Aufschwung quasi so und das heißt, du fährst ja so gesehen nach vorne dann. Ich glaube, es ist falsch. Wie kann rausfinden, was falsch ist? Mal kurz was gucken. Nur kurz. Ja. Müsste hoffentlich noch in meinem Verlauf sein, weil ich es irgendwie vorhin gesehen habe. Spontan. Beziehungsweise da wurde mir halt vorgestellt, so wegen, ey Mensch. So, warte mal. Begutäugeln war das doch nochmal. Ich baue es einfach nochmal komplett neu. Also wenn nicht alles voll mit Gegenständen wäre. Wäre das schon viel wert. Weil ich habe irgendwie Sorge, dass ich das sonst irgendwo anbinden möchte. Wo es nicht anbinden werden soll. Na gut. Also. Hier hätten wir so. Jetzt frage ich mich natürlich, muss man auch wirklich... das auch perfekt anbinden, ansonsten no shot oder und was war das? Ich glaube, ich habe den hinteren halt komplett verschießen. Der eigentlich müsste auch der direkt einfach nur oben angebunden werden, oder nicht? Aber bin ich jetzt doof? Ah, jetzt habe ich's. Der muss so ran. Jetzt haben wir's. Oh nein, ich richte mich mal aus, weil, ich sag mal so, viel werden wir mit dem Ding eh nicht schaffen können, weil... Aber nur mal, um es zu demonstrieren und gucken, ob es auch funktioniert. Link, kannst du bitte... Okay, und warum will es jetzt nicht... jetzt falsch gebaut wieder? Aber ich dachte eigentlich... das war so richtig. Okay, warte mal. Ich glaube, ich habe das. Ich glaube, ich habe den Winkel verschissen, oder? Zumindest, nee, ich glaube, er hat es einfach nur wieder falsch angebaut da hinten. Hux. Hux.
Was er halt machen soll, ist das Ding halt wirklich auch ganz am Ende. Oh, das sieht gut aus. Ja, jetzt haben wir's. Ah, guck mal so. Oh Gott, Hilfe. Aber so funktioniert's halt. Ne? Bringt es halt nichts, weil wir einfach absolut keine, keine Ausdauer haben. Also keine Energieschose. Aber, naja. Und vielleicht kriegen wir zumindest, können wir zumindest den Berg da so halbwegs hoch, weil der ist halt schon ein bisschen. Was ist das jetzt für ein Scheiß? Ich sehe schon, Link ist schon eine. Hat den Führerschein nicht ohne Grund. Noch nicht erlangt. Ne, Link, also. Muss man noch üben. So, nämlich. Ja, was mit dem Ding passiert, ist mir jetzt ist halt auch scheißegal. Ah, schön. Warte mal, ist der. Der ist doch größer, oder? Warte mal, vielleicht ist auch was krasseres drauf. Weil der Berg ein bisschen höher ist. Ah, ne, hier sind. Oh, hier sind drei. Soldaten-Zweihänder, Soldatenlanze und ein Soldatenschwert. Oder ist das jetzt hier von wegen, wünsch dir was? Nimm aber nur eins. Auf den Boden legen. Auf den Boden legen. So, erstmal mit dem Zweihänder. Ach nee, guck mal, wir dürfen sogar alles nehmen. Das ist ja sehr geil. Ja. Soldatenschwert. Auf den Boden legen. Immer so. So, und jetzt, was haben wir denn hier? Ist auch niemand so recht, was es darstellen soll, ne? Wobei doch, es ist so ein schicker Stützpunkt scheinbar. Ich geh einfach mal hin. YOLO. Wer soll mich aufhalten? Was steht denn da? Auf Geheiß des weißen Ko. Diese Basis bald restlos vernichtet. Ruhmga. Alter, Ruhm Gennendorfs? So eine Scannendorf, Geier. Okay, wir haben hier jetzt quasi so eine kleine Basis gefunden. Die scheinbar aber nichts inne hat. Also, ist einfach nur. Einfach nur, ja, Basis. Tier, so ein Fahrzeug. Okay. Frag mich halt, ob hier oben noch irgendwas drauf ist oder so. Ach komm, Link, Link. Link, du machst mich wahnsinnig, ne? Ich bin early mit dir. Nö. Guck mal, was auf dem Pilz drauf ist. Gut, hier ist aber sonst nichts. Schade, das haben wir nun. Schauen wir nun. Stützpunkt der Jäger? Mit ein bisschen Nachricht von wegen, ja, oh, das Ding ist bald zerstört. Und ihr. Und so ein bisschen die Joyalität. Bezüglich Gennen, die sie da noch von sich geben. Aber ansonsten ist hier nichts. Aber trotzdem nice to see.
Hier war jetzt der das Bauzeug, ne? Ja, das ist halt hier interessant, warum du halt hier so einen Gang hast. Deswegen einmal rum und dann dort lang. Achso, ist die Hand. Ich dachte, was, hä? Ich dachte schon, was kommt denn da jetzt? Wieder gekrabbelt. Ja gut, Jungs, lass mal da hinten mal. Die können da meinetwegen ihren Spaß haben. Ihren Spielspaß und Spannung. Na gut. Dann weiter. Also ein bisschen von dem Siftzeug weg. Wo jetzt? Ich durfte die ganze Zeit irgendwie nicht gleiten. Hain der Seelen. Doch wo sind die Seelen? Erstmal gönnen wir uns hier die ganzen Sachen. Eigentlich müssten wir auch mal. Ja, wobei der ist noch arschweit weg. Oh Gott. Hilfe. Link macht mich fertig, wirklich. Er wollte die ganze Zeit gerade nicht angreifen, sondern eher mehr fliegen. Weiß ich nicht, was los mit ihm ist. Okay, hier ist sonst auch nichts, erstmal. Und da ist wieder eine. Ja, eine Pflanze. Aber die ist auch ein ganzes Stück weiter weg. Aber scheinbar geht es ja auch noch weiter, ne? Also, der Weg hat auch kein Ende. Aber wir wollen erstmal hier oben rauf. Beziehungsweise auf dieses Bauwerk. Erfahren wir denn schon, was es ist? Verlassene Zentralmine. Das sieht doch wieder aus wie ein Battlefield. Kannst du sagen, was du willst. Was war denn hier? Nichts. Genau, aber hier wollten wir uns mal umgucken. Was war mit der hier? Nanu? Hast du dich auch erfolgreich beworben? Warum sollte hier sonst jemand auf andackeln, angedackelt kommen? Jetzt habe ich es fast verpatzt. Also, ach, vergiss es. Lass uns lieber über diesen Text reden, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Wenn das stimmt, was da steht, müsste diese Statue uns ermöglichen, eine Macht der Götter einzusetzen. Macht der Götter? Genau, diese äußerst seltenen Statuen. Aus Stein ist nichts anderes als eines der sagenumwogenen Konstrukte. Ich habe hier einen Text, der diesen sogenannten Macht der Götter sehr detailliert beschreibt. Da steht: Mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du mit deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Das heißt doch, dass man alles, was man einmal gebaut hat, in Handumdrehen wieder einsetzen kann? Mit so einer Macht könnten die, ich meine, könnten wir das Land schnell und unaufhaltsam erforschen. Diesem Text zufolge soll das Konstrukt diese Macht verleihen können. Ich würde so gerne irgendwie dazu bringen. Okay, ihr seid beide also nicht ganz koscher. Oh, was machst du denn an so einem Ort? Ach, wahrscheinlich könntest du mich deshalb fragen, stimmt's? Du stellst hier auch Nachforschungen an, oder? Naja, weil du dich ja für die Forschungstruppe beworben hast. Wir sind auch nur zur Forschung hier, weil wir uns als Forscher beworben haben. Ja, als Forscher. Welch ein Zufall. Hier, sieh mal. Wir verstehen nicht, was da für ein Gerät ist,
das mit der zittrigen grünen Schrift und diesem seltsamen Statue. Vielleicht ist das einer dieser Steinleute, die man Konstrukte nennt. Bestimmt sollte sich das Ding irgendwie bewegen. Und übrigens, das sind alles nur meine Vermutungen. Wir kriegen mächtig Ärger, wenn wir nicht bald herausfinden. Aber wie? Da stecken wir ganz schön in der Klemme. Ja, ich zeige mal, wie es geht. Autorisierung erfolgreich. Es bewegt sich. Übertragung der Bautomatik. Ich empfehle diese für Forschungen im Untergrund und das Ausgraben von Sonanium einzusetzen. We got the power. So, die Bautomatik. Hier werden ausgeführte Ultrahand-Bauobjekte automatisch aufgezeichnet und können danach mit Objekten in der Nähe und Sonanium sofort nachgebaut werden. Okay. Okay, mit Objekten in der Nähe. Das heißt, du musst die Materialien vorweisen können? Oder wie läuft das? Aber gut, vielleicht kann man einfach die drei Sachen dann einfach dorthin placen, ne, und dann sagen, hey, hier, ne, mach mal. Träume ich oder ist das gerade wirklich passiert? Hast du echt die Macht der Götter erhalten, von dem der Text die Rede ist? Unglaublich, es wäre toll, wenn du uns das einmal demonstrieren könntest. Der Text beschreibt diese Macht. Mal sehen. Mit dieser Macht kannst du alle Objekte speichern, die du in deiner Kraft erschaffen hast. Und sie kann jedes gespeicherte Objekt sofort erneut herstellen. Gut, die kennen wir schon, haben wir ja vorher mit dir geredet. Ah, ich weiß. Zufällig sind unsere Fahrzeuge kaputt. Leider haben wir es bisher nicht geschafft, sie zu reparieren. Oh. Bei dem auf diesem runden Podest ist ein Rad abgefallen. Und das ist. Das auf dem quadratischen Podest ist ganz auseinandergefallen. Schaffst du es mit deiner Macht, das Fahrzeug auf dem runden Podest zu reparieren? Dann sollte es auch kein Problem sein, das auf dem quadratischen wieder funktionsfähig zu machen. Also, zeig doch mal deine wunderbare Macht und mach unsere Fahrzeuge wieder flott. Kannst du das zuerst bei dem auf dem runden Podest probieren? Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye!